Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 3. Ich versuche nun wirklich einen schönen Club zu bauen. Vergesst es, er wird nicht schön. Das habe ich schon längst verkackt. Ui, Rorisockel. Eine Vitrine. Wie? Kriege ich auch noch ein Bett? Das ist halt ein bisschen. Der Club hier ist. Oben ist für Erwachsene. So sagt man das, glaube ich, richtig. Nichts für Kinder. Ja, gut, wir haben irgendwie immer noch keine Decke. Alternativlösung. Da ist eine Wand. Verarscht mich halt nicht dauerhaft. Ich habe doch hier vier Wände. Also, ich habe mehr als nur vier Wände, aber ihr wisst, was ich meine. Eine Fontäne. Ist ja was für Erwachsene. Die sollen hier Kunst betrachten. Ja, cool. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Ich bin schon gespannt, wann unsere ersten Sims einfach sterben werden, weil ich denke, Abenteuer, geil. Lebensfreude haben wir noch und das war's dann. Müllpresse. Doppelstöckige Betten, interessant. Videokameras. Chemielabor. Da steht es wohl in Chemie. Ui, Hüpfkästchen. Es tut mir echt leid an manchen Stellen, Leute. Herzchenteppich. Oh, wir brauchen einfach so einen Hochzeitsbogen. Voll süß. Also keine Ahnung, was mit mir in letzter Zeit los ist, aber ich bin letzte Zeit so, boah, heiraten wäre voll cool und so. Oh, eine. Es tut mir leid, okay. Man kann hier Kinderwagen haben. Oh, okay, jetzt richten wir mal unseren Club ein nach Late-Night-Stil. Ansonsten wird das hier, glaube ich, heute nichts mehr. Ich brauche eine Bar und eine Tanzfläche wäre schon mal nicht schlecht. Wenigstens Mittel, dass irgendwas geht. Hier. Und eine Bar einfach. Hallo, ich darf denn keine Bar bauen? Ich muss eine Bar bauen. Ohne eine Bar macht ein Club wenig Sinn, Leute. Hier habt ihr coole Effekte. Ja, warum darf denn keine Bar bauen? Seid ihr ein bisschen bescheuert? Also, wenn ich eine Bar bauen will, dann baue ich eine fucking Bar. Darf ich die? Ich möchte gerne die fette Bar. Okay, ich darf sie bauen. Ich dachte jetzt echt, das Spiel hat irgendeinen Bug. Ich glaube, ich hätte es erschossen oder keine Ahnung, was damit gemacht hätte. Ich wäre auf jeden Fall ausgetickt. Hier ein bisschen Beleuchtung. Soll man sich ja nicht die Augen verderben. Okay, aber ich glaube, ich brauche noch so ein bisschen Musik, dass hier irgendwas abgeht. Hier oben. Okay, jetzt haben wir schon mal die Hauptpunkte einer Bar erfüllt. Wir haben eine Bar. Kann noch einen coolen Fernseher hängen. Die finde ich echt cool. ja. Ja, Badezimmer sollte man vielleicht nur ein bisschen gestalten. Das ist ja das Damen-WC. Ja, warum sollte ich denn keine Kabinen nehmen? Ganz ehrlich, in jeder öffentlichen Toilette gibt es Kabinen. Warum sollte ich keine Kabine nehmen? Wunderschön. Noch ein Waschbecken, weil wir halt nicht ekelhaft sind. Können wir irgendwie auch noch so eine fette Dusche da reinstellen? Falls jemand sehr dreckig sein sollte. Vielleicht noch so was Süßes zum Dekorieren. Eigentlich wollte ich einfach so ein Handtuch.
Ja, das wird halt alles geklaut werden, wenn wir hier in normalen Clubs wären. So, und die Männer, die brauchen nur solche. Ich stelle mir das Leben als Mann teilweise sehr einfach vor. Und noch eine Toilette, falls jemand ein großes Geschäft machen muss. Das ist ja auf den Kleinen nicht möglich. So offensichtlich einfach nur. Okay, und noch ein Waschbecken, obwohl das wahrscheinlich in der Männertoilette jetzt wahrscheinlich nicht so notwendig ist. Vielleicht noch für so ein Spiegel, dass man so sein Aussehen überprüfen kann, ob man jetzt gut aussieht oder halt nicht. Aber das wäre, wenn mein Club scheiße aussieht, dann ist eh schon zu spät, wenn es einem Club auffällt. So, perfekt. Dann haben wir jetzt wohl einen coolen Club gebaut. Haben wir jetzt eigentlich neue Wäsche? Oh, wir haben neue Wäschesachen. Cool, also auf jeden Fall haben wir jetzt den geilsten Club der Welt gebaut. Er hat sogar ein bisschen Dach. Ja. Zum Spiel zurückkehren. Ja, speichern. Jetzt müssen wir schauen, dass sie irgendwie diesen Job abschließt, dass dieses Geräusch weggeht. Aber wir haben einen coolen Club gebaut, das wollte ich mal dazu sagen. Und dem baut keiner so schnell nach. Ich bin einfach mal dafür, so einen Club aus meiner Gegend nachzubauen. Den einzigen, in dem ich eigentlich wirklich war. Okay, ich war noch in anderen, aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Und an den anderen erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr. Und an den anderen auch nicht. Ach ja, und an den anderen auch nicht. Weil ich halt dann nur zweimal war. Und vielleicht war ich da nicht mehr ganz nüchtern. Möglicherweise. Ich habe ja selten Abstürze, aber das kommt hin und wieder halt dann doch vor. Ich habe mir, also ich trinke auch eigentlich nur einmal im Monat Alkohol. Tatsächlich klappt das auch. Keine Ahnung. Ich mag Alkohol insgesamt nicht und meistens, wenn ich halt in Clubs oder Bars bin, dann trinke ich halt gleich gar nichts. Ich trinke halt dann nicht mehr Sprite, weil ich Angst habe, dass mir irgendwer was ins Glas schüttet. Ja, das Geräusch. Wir lieben es. Wir haben es vermisst. Fick dich. Dö. Hä, warum habe ich denn die Kindermädchen angerufen? Hä? Leg dich in dein Bett, pen und lies dann dein Scheißbuch. Dö. Alter, was rennt der Typ da nackt rum und sollte eigentlich auf unsere Tochter aufpassen? Und du machst mal Haus sauber, gell? Du kannst das schneller als der Rest. Was möchtest du machen? Okay, ich bin mir sicher, das tust du irgendwann mal. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Auftrag da erledigen. Der Wetterstein, was soll ich mit diesem fucking Wetterstein? Das Geräusch nervt. Kann ich nicht Geräusche ausstellen? Ich muss ganz kurz in die Optionen und da was klären. Soundeffekte. Ah, Ruhe. Wir haben halt jetzt keine Soundeffekte, aber ich finde, das ist in Ordnung. Und der Typ steht da jetzt halb nackt und schaut dir beim Schlafen zu und benutzt unsere Wasserrutsche. Wer hat den nur engagiert und vor allem, wer bezahlt den auch? Ist es nicht schön ruhig ohne dieses... Alter, ist der irgendwie süchtig nach unserer Wasserrutsche? So, ich kann dir nicht zuschauen. Ich kann nicht. Ich muss der Wasserrutsche widerstehen. Wasserrutsche! Baby. Die schaut jetzt durch das Fenster, weil da hinten ist ein Fenster. Und es geht ja wieder Wasser rutschen, oder? Nein, es geht ja wieder rein. Ist sie peinlich berührt, weil ihr beim Schlafen zuschaut? Ah, wegen der Zwischenrufe. Okay. Was hast du? Warum geht's dir so schlecht? Du musst dein Polizeibuch lesen. Sei erfolgreich in deinem Job.
Und du kannst auch einfach was fressen. Ganz ehrlich, es ist nicht schwer, an den Kühlschrank zu gehen und Müsli zu essen und dann duschen zu gehen. Das ist nicht schwer. Das schaffst du. Ich glaube an dich, meine kleine Diva. Und dann kannst du Hausaufgaben machen, dass du mal in der Schule besser wirst. Eine Poolparty veranstalten. Heute ist Musetag. Genieß das schöne Wetter, dreh ein paar Runden im Pool oder mach einen Rundgang beim Sommerfest. Musetag ist der Tag, an dem du dich von der Arbeit oder der Schule erholen kannst und dich entspannen kannst. Hä, ich dachte, es ist Arbeitstag. Okay, du möchtest eine Poolparty veranstalten. Das ist nicht cool. Okay, Simfest. Willst du nicht auch aufstehen irgendwann mal? Ich weiß ja nicht. Was willst du machen? Zum Sommerfest gehen. Das machen wir. Ab zum Sommerfest. Ja. Martin Schirmfü. Aha. Okay, man kann krank werden. Wusste ich nicht. Okay, dann verabschiede ich mich mal an der Stelle für die von der Folge und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei The Sims 3. Bis dahin. Tschüss.